Was geht, Leute? Kommen wir wieder zu einem neuen wichtigen Video. Und das hier ist jetzt wie so eine klitzekleine Revanche gegen Narzissten, weil ich verstehe euch so nach so einem narzisstischen Erlebnis, sagen wir jetzt mal, da bekommt man diese Rachegedanken und sonst was und man will so diesem Menschen auch was Böses antun oder sonst was. Aber ich gebe euch jetzt gewisse Tools, wie ihr euch rächen könnt auf dem richtigen Weg. Ja, und nicht so, ich tue jetzt tatsächlich was Dummes und räche mich tatsächlich. Nein. So, es gibt ganz einfache Wege, wie du dich am Narzissten rächen kannst. Wie du quasi es ihm heimzahlen kannst. Wie du den Narzissten bestrafen kannst. Weil das ist, was sie brauchen. Narzissten brauchen Bestrafung. Sie müssen bestraft werden für ihr Verhalten. Und wie du sie bestrafen kannst, ist ganz einfach. Keine Aufmerksamkeit. Wir wissen, Narzissten wollen Aufmerksamkeit. Alles dreht sich um Aufmerksamkeit. Wenn du dem Narzissten keine Aufmerksamkeit gibst, das ist eines der höchsten Strafen, die du einem Narzissten geben kannst, ist, wenn du ihm keine Aufmerksamkeit gibst. Denn das ist alles, was die wollen. Deine Aufmerksamkeit. Wenn du das dem aber nicht mehr gibst, wird er daran verrecken. Glaubt es mir. Alles, was die wollen, ist Aufmerksamkeit. Und wenn die das nicht bekommen, wenn die merken, oh, ich kriege hier keine Aufmerksamkeit, das ist für die Bestrafung des Todes. Das ist für die eine, die Höchststrafe. Ja, keine Aufmerksamkeit. Oh no, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kriege hier keine Aufmerksamkeit. Oh no. Und die drehen durch. So, deswegen, das ist, wie gesagt, wir machen hier keinen Kindergarten und rächen uns wie kleine Kinder und was weiß ich, brennen den ihr Haus ab und kratzen das Auto an oder sonst irgend so ein Quatsch. Nein. Nein, wir machen nicht so einen Kindergarten. Wir bestrafen die auf dem richtigen Weg. Keine Aufmerksamkeit. Vorher, du hast die ganze Zeit noch Aufmerksamkeit gegeben oder sonst was. Ja, und dieser Mensch geht halt so um, wie ein Narzisst halt so nun mal mit anderen, mit Menschen umgeht. Er nutzt dich aus, spielt mit dir, manipuliert dich und sonst was, massakriert dich mental und was er sich emotional, psychisch, physisch. So, und die beste Strafe, die du einem Narzissten nach so einem Missbrauch, nach so einem Zeugs geben kannst, ist keine Aufmerksamkeit. Du nicht nur reduzierst deine Aufmerksamkeit, sondern du nimmst sie komplett weg. Damit bestrafst du alle Narzissten. Einfach die Aufmerksamkeit wegnehmen. Punkt 1. Punkt 2. Keine Reaktion. Vielleicht hast du die noch im Leben oder sonst irgendwas, aber das auch eine Bestrafung für die. Keine Reaktion, denn alles, was sie wollen, ist eine Reaktion aus dir rausziehen. Sie provozieren dich oder sonst irgendwas. Keine Reaktion. Denn damit gibst du diesen Narzissten keine Energie. Das ist alles, was die wollen. Energie von dir. Deswegen wollen die eine Reaktion. Die provozieren dich. Du reagierst nicht. Keine Reaktion. Nur Reaktion. Die, egal, was die machen, du reagierst nicht. Auch wenn die so versuchen, dich zurück zu Laufbomben oder zurück zu hoovern, egal auf welchem Weg, du reagierst nicht. Keine Reaktion. Gibst ihm keine Aufmerksamkeit. Keine Reaktion. Das wird diesen Narzissten zerstören. Auf jeden Fall. Deswegen, das Beste ist oftmals nichts tun. Einfach passieren lassen. Einfach passieren lassen und nicht drauf reagieren, was passiert. Das ist gerade bei Narzissten das Beste, was du tun kannst. Lehn dich zurück, guck zu, wie er sich von selbst zerstört. Weil die sind selbstzerstörerisch. Narzissten, die kommen ohne andere Menschen nicht klar. Und wenn du deine Aufmerksamkeit wegziehst, und deine Reaktion wegziehst, keine Reaktion mehr zeigst, die drehen durch. Punkt 2, keine Reaktion. Punkt 3, keine Emotion. Wie gesagt, Emotion, Reaktion, das ist alles mit Energie verbunden, ja, was du dann diesen Menschen gibst in Form von Reaktion oder Emotion. Ja, du wirst emotional, werd nicht mehr emotional. Natürlich sind das jetzt Tools, ja, ich gebe euch diese Tools, ihr müsst daran arbeiten, ihr müsst an euch arbeiten, dass ihr nicht mehr reagiert, dass ihr keine Aufmerksamkeit mehr gibt, dass ihr nicht mehr emotional werdet. Ja, daran müsst ihr natürlich arbeiten. Natürlich, das bleibt ja gar nicht weg. Natürlich, ich gebe euch jetzt Tools, ihr wisst dann, okay, ich muss jetzt daran arbeiten, dass ich diesen Menschen keine Aufmerksamkeit mehr gebe. Alles klar, keine Reaktion mehr. Alles klar, keine Emotion mehr. Alles klar, ich darf nicht reagieren,
ja, ohne dass ich denke. Und ich darf nicht emotional werden, weil das Emotionale macht mich wieder irrational, unlogisch. Ja, Emotionen sind nicht logisch. Du musst in die Logik. Deswegen werde nicht emotional, sei rational. Denk rational, denk logisch. Okay, was ist jetzt das logisch Beste, was ich in dieser Situation tun kann? Weißt du was? Ich entziehe meine Aufmerksamkeit, ich mache gar nichts, ich lasse den Menschen nicht mehr zu mir zurück, ich reagiere nicht, ich zeige keine Emotion. Nichts. Dieser Mensch bekommt nichts von mir. Keine Aufmerksamkeit, keine Reaktion, keine Emotion. Und damit zerstörst du diesen Narzissten. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Kannst du sagen, was du willst? Das sind die drei wichtigsten Dinge, die ein Narzisst braucht. Aufmerksamkeit, Reaktion, Emotion. Das ist, was die wollen. Die wollen deine Aufmerksamkeit und dafür provozieren sie dich vielleicht dann auch, dass du reagierst oder emotional wirst. Wisst ihr, was ich meine? Das ist alles verbunden. Deswegen, und wenn du das nicht mehr tust, und das alles nicht mehr tust, alles beherrschst, du beherrschst dich selbst, gibst ihm keine Aufmerksamkeit mehr, keine Reaktion, keine Emotion, das alles beherrschst. Ey, das ist Höchststrafe für den Narzissten. Wenn er sieht, er kommt nicht mehr an dich ran. Egal wie. Keine Emotion, keine Reaktion, keine Aufmerksamkeit, nichts. Ein pures Nichts. Was mich zu einem auch der wichtigsten Punkte führt, pure Gleichgültigkeit. Das Einzige, was euch helfen wird auf eurem Weg zur Heilung, ist, wenn der Narzisst in eurem Leben euch komplett so gleichgültig wird, komplett egal wird. Ohne Quatsch, Leute, das ist der einzige Weg, pure Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit heißt, dir ist egal, was mit diesem Menschen passiert. Hoch, tief, links, rechts, oben, unten, mir egal, wo dieser Mensch steht im Leben. Mir egal, wo dieser Mensch steht, der Mensch ist für mich gestorben. Das heißt es nicht, wir wünschen diesem Menschen was Schlechtes. Nein, dieser Mensch existiert einfach nicht mehr in unserem Leben. Pure Gleichgültigkeit. Und wenn die das spüren, dass du keinen F mehr auf die gibst, du hast zu dieser Beziehung zu ihm, du hast pure Gleichgültigkeit. Du siehst jetzt diesen Menschen so als Luft. Ja, wie soll ich das beschreiben? Ich denke, ihr versteht aber, was ich meine. So, vorher, du hast noch so viel investiert in diese Beziehung, jetzt ist es dir komplett gleichgültig. Das wollte ich einfach so damit sagen. Vorher warst du invested, jetzt bist du gleichgültig. Du investierst gar nichts mehr. Hier ist alles, geht am allerwertesten vorbei. Aber komplett. Und da musst du hinkommen, auf jeden Fall, weil wenn die merken, dass du dich noch für die interessierst, dass du nicht gleichgültig bist, dass du noch Interesse zeigst, dann wissen die, die können noch eine Emotion in dir auslösen, die können noch eine Reaktion in dir auslösen, die können noch an dich ran. Aber wenn die merken, dass du gleichgültig bist, dass dir sowas von am vorbeigeht, wo die stehen im Leben, was die machen, wie es denn geht, generell dieser Mensch geht dir am vorbei. Deswegen, da musst du hinkommen, auf jeden Fall pure Gleichgültigkeit. So, was auch eine sehr, sehr schlimme Bestrafung für die ist, ist deine Abwesenheit. Ich glaube, durch das ganze Video hinweg ist das jetzt klar geworden, eigentlich so. Deine Abwesenheit, das ist, was die bestraft. Deine Abwesenheit, weil oftmals bleiben wir dann noch in diesem toxischen Moment. Nein, geh einfach mal. Abwesenheit. Wenn Menschen dich nicht respektieren, bestraf sie mit deiner Abwesenheit. Und du wirst sehen, im ganzen Leben jetzt, auch nicht nur Narzissten oder sonst was, Menschen werden dich viel mehr respektieren. Du merkst, es geht in die falsche Richtung, du entziehst dich, du gehst. Du wirst sehen, Menschen werden dich mehr respektieren, auf jeden Fall. Und das wollen wir doch, mehr respektiert werden. Deswegen, pure Gleichgültigkeit, wie gesagt, deine Abwesenheit. Denn die wollen ja, dass du da bist, dass du investierst in die. Aber wenn du weg bist, kannst du ja nicht in die investieren. Deswegen. Wenn sie keine Energiequelle mehr haben, das zerstört die. Das ist so der letzte Punkt jetzt auf jeden Fall.
Die schlimmste Strafe, die du einem Narzissten geben kannst, ist, dass du dich nicht mehr als Energiequelle anbietest. Wie gesagt, durch das ganze Video hinweg ist das jetzt eigentlich klar geworden. Biet dich nicht mehr als Energiequelle an. Keine Aufmerksamkeit, keine Reaktion, keine Emotion, pure Gleichgültigkeit, Abwesenheit und, wie gesagt, keine Energiequelle mehr sein für den Narzissten. Das sind die schlimmsten Bestrafungen, die du einem Narzissten geben kannst. Wenn euch noch irgendwas einfällt, schreibt es natürlich gerne in die Kommentare für alle anderen Zuschauer und sowas. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und gefallen. In diesem Sinne, guckt mal in die Videobeschreibung, dort sind ein paar Links verteilt, wenn ihr auch Coachings oder sonst was haben wollt. In diesem Sinne, wir sehen uns das nächste Mal. Ich jump jetzt zum nächsten Video. Mal gucken, über was wir als nächstes reden. Aber es wird auf jeden Fall auch wieder ein interessantes Thema. Deswegen könnt gerne abonnieren, liken, teilen, dass ihr auch immer wieder neu benachrichtigt werdet, wenn neue Videos erscheinen auf jeden Fall. Deswegen unterstützt den Content, Leute. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.